Meine sehr geehrten Damen und Herren, Habemus Parteiprogramm. Ich glaube, das ist noch mal ein Applaus wert. Am Ende dieses Parteitages, meine Damen und Herren, muss eigentlich ein Wort in vielfacher Ausfertigung stehen. Danke an die Antragskommission. Danke an die Versammlungsleitung. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Und Sie dürfen sich auch selbst beklatschen. Bitte danken Sie auch dem Protokoll, damit das, was Sie beschlossen haben, am Ende auch schriftlich gefasst wird. Danke an alle Helfer, an alle Techniker und vor allen Dingen an Sie, liebe Mitglieder, die in bewundernswerter Weise 2 Tage lang zielstrebig und diszipliniert an einem Parteiprogramm gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank. Und noch ein kleiner Tipp: Lesen Sie heute und morgen keine Zeitungen, sonst wissen Sie nicht, auf welchem Parteitag Sie gewesen sind. Ich denke, wir können gut damit leben, dass wir einige Diskussionsschleifen unternommen haben. Sie haben unglaublich engagiert diskutiert und wenn auch die Choreografie nicht immer ganz perfekt war, dann kann ich nur sagen, wir haben die Alternative für Deutschland nicht für die perfekte Inszenierung gegründet, sondern für eine kontroverse Diskussion. Eines ist mir persönlich wichtig. Man hat gerade in den letzten Stunden gemerkt, dass die Temperatur, die Atmosphäre sich ein bisschen emotionalisiert hat. Und ich möchte bitte appellieren, es gibt heute hier keine Gewinner und Verlierer. Es gibt nur eins, es gibt uns als Alternative für Deutschland, die jetzt das festgeklopft haben, was wir seit 3 Jahren diskutieren. Und deswegen bitte ich an alle diejenigen, die mit ihren eigenen Anträgen unterlegen sind, dies bitte nicht als persönliche Niederlage zu werten. Das ist es nicht. Die Diskussion über unser Grundsatzprogramm, auch das ist klar geworden, sie wird uns dauerhaft begleiten, genauso wie die Satzungsdiskussion. Das ist völlig normal, solange die Partei noch lebt, werden wir diskutieren. Das ist unsere ureigene Aufgabe. Und nun noch ein Wort zum Schluss. Mit 3 Jahren, da sind wir uns einig, können Kinder gemeinhin sicher laufen. Und dieser Parteitag hat gezeigt, dass unsere Partei sich auf dem politischen Terrain inzwischen sehr professionell und sicher bewegt. Und das ist uns allen zu verdanken. Das, meine Damen und Herren, unterscheidet uns ganz fundamental von politisch schwer erziehbaren, wie zum Beispiel den Piraten oder den Grünen. Denken Sie einfach einmal zurück, und das können viele von Ihnen sicherlich besser als ich, denken Sie mal daran zurück, welche Prognose man den Grünen nach 3 Jahren ihrer Existenz gestellt hätte. Es wäre sicherlich keine gute gewesen. Ja, das müssen wir jetzt nicht beklatschen, aber das soll uns nur klar machen, wie weit wir, wie schnell wir an diesem Punkt gelangt sind, ab dem man uns tatsächlich auch als politisch erwachsen bezeichnen muss. Das zeigen ja auch die Umfragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht ja auch nicht anders. Die massiven Fehlentwicklungen in Deutschland und Europa verlangen von uns, als Partei schneller wachsen zu werden. Und deshalb können wir uns, wenn wir Sorgen um unser Land haben, keine lange Kindheit und vor allen Dingen keine Pubertät gönnen. Und das sagen wir besonders an die Adresse unserer politischen Konkurrenten. Wir von der AfD, wir schaffen das. Danke.
Vielen Dank. Ebenfalls zum Schlusswort der Bundessprecher Professor Meuthen. Bitte sehr. Ja, ich habe jetzt die unangenehme Aufgabe, noch was Unangenehmes ganz kurz zum Besten zu geben. Und zwar noch mal schnell zurück zu diesen Strafanzeigen. Zwei kleine Nachträge. A steht auf dem Formular, das ausgefüllt wurde, ausgeteilt wurde oder das ausliegt drauf, dass Sie teilgenommen hätten. Das gilt fraglos für Sie, aber diejenigen, die vielleicht nicht teilgenommen haben, die aber auf der Liste stehen, die müssen ein anderes Formular verwenden. Wir werden ein zweites Formular machen und dann kann sich jeder das Formular nehmen, wessen er je bedarf. Wir stellen beide Formulare, das als wichtige Information für Sie, falls Sie jetzt kein solches Formular haben, ein. Das wird morgen geschehen und dann können Sie das auch per Download machen. Wichtig wäre, dass diese Strafanzeigen tatsächlich erfolgen. Noch etwas, ich wurde mehrfach jetzt gefragt, ja, wo können wir denn die Strafanzeigen denn abgeben? Kleiner Hinweis, die örtliche Polizeibehörde ist dafür zuständig. Und da ist das dann jeweils abzugeben. Dann noch eine kleine Entschuldigung von mir. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, gestern Abend darauf hinzuweisen, dass heute Morgen ein Gottesdienst stattfindet. Und das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ist gemacht worden? Ah ja, also wie auch immer, ich höre gerade, ist doch gemacht worden, dann ist es gut, dann habe ich es nur wieder nicht mitgekriegt, umso besser. Der Gottesdienst hat jedenfalls stattgefunden und ich habe gehört, das war sehr harmonisch und in guter Atmosphäre und das ist auch eine schöne Geschichte. So, dann hätte ich auch nur noch Worte des Dankes, aber das hat Frauke alles so elegant gemacht und wir wollen hier nicht nach der Devise verfahren, es wurde alles gesagt, nur noch nicht von jedem, deswegen kann ich mich... Deswegen mag ich mich dem, weil sie das sehr elegant und völlig richtig und auch in meinem Sinne gemacht haben, mag ich mich dem einfach nur anschließen. Ich mag vielleicht den einen Satz hinzufügen, ich bin ein weiteres Mal stolz auf meine Partei. Was wir hier geleistet haben, ist einfach grandios. Und das war es dann auch schon. Dankeschön.